Veteran International. 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, den 17. Juli 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über das YouTube-Projekt Teacher Andy. In Reise durch Taiwan machen wir mit Ilka Wilch und Iren Huang einen Ausflug zum Shutongshan, dem Löwenkopfberg, den viele als Geheimtipp bezeichnen, denn dort soll es mehr Tempel als Touristen geben. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig. Letzte Woche sprachen wir im Kulturpanorama mit dem Klavierlehrer Andreas Stier und seinem Sohn Robert Stier. Als Familienprojekt haben sie den YouTube-Kanal Andelausche Teacher Andy gegründet. Auf diesem Kanal teilt Andreas Stier Assoziationen und Hintergrundinformationen zu bekannten Klavierstücken. Und das in fließendem Chinesisch. Inzwischen hat der YouTube-Kanal mehr als 117.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Viele von ihnen in Taiwan. Wir haben Andreas und Robert Stier zum Interview getroffen. Im ersten Teil des Gespräches ging es um die Entstehung dieses besonderen Projektes, die Aufgabenverteilung in der Familie und die Inspiration für die einzelnen Videos. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir heute über die aktive Fangemeinde des Kanals, Tipps für Klavierlernende und zukünftige Pläne und Ideen für den YouTube-Kanal. Jetzt ist ja Ihre Fangemeinde in Altzeichen relativ aktiv, habe ich festgestellt. Also unter vielen der Videos finden sich Hunderte an Kommentaren. Schaffen Sie es noch mit den Studierenden?